Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Geburtstags-Ex-Wochen-Let's Play Die Säulen der Erde. Und zwar haben wir in den letzten Teilen haben wir den Philipp gespielt. Und in der letzten Folge ist er halt zum Prior gewählt worden. Und hat sich entschlossen, seinem Bruder zu helfen. Und jetzt spielen wir den kleinen Jake. Seiner Steinschleuder. Wildschwein. Tot. Verfault. Was für eine Verschwendung. Er hat Hunger. Hufspuren, Rehspuren, frisch. Sei wachsam, Jake. Da bist du. Jetzt schön ruhig. Es ist gleich vorbei. Na, wenn wir Hunger haben, dann würde ich auch sagen, dass wir dann... Nein! Und vorbei. Nein! Mal. Für doofe. Geschafft. Juhu. Was zu essen. Totes Reh. Es bringt uns durch den Winter. Mama wird erleichtert sein. Hunger, armer Jake. Mein Name ist Jack. Lange Zeit war dies der einzige Name, den ich kannte. Seit meiner Geburt lebte ich mit meiner Mutter in einer Höhle im Wald. Es war kein leichtes Leben, aber wir kamen zurecht. Bis in jenem Jahr ein besonders harter Winter hereinbrach und unsere Vorräte knapp wurden. Zum Glück war es mühseligen Weg zu erlegen. Ich erinnere mich auch noch, wie ich voller Stolz auf Mamas Rückkehr wartete, damit sie das Fleisch räucherte. Und vertrieb mir derweil die Zeit mit meinen Lernübungen. Die Höhle. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Rezitiere den Vers. Er... Denk nach. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Keine Burg war, die vor ihm bestünde. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Es war fast Nachmittag. Und Mama war immer noch nicht zurück. Ich wusste, wenn ich das Fleisch räuchern wollte, konnte ich nicht länger warten. Ich musste es ohne sie versuchen. Bye,
alt kann ich alles auswendig. Nehmen. Bücherregal. Ein Buch ist auf Französisch, das andere auf Latein. Lieber nicht. Lieber nicht, okay, gut. Holzscheite. Trockenes Holz fürs Feuer. Mama hat das gerade im Herbst gehackt. Burg, Höhle unter über der Höhle. Zwischen Pferden und Kühen. So sieht bestimmt eine richtige Stadt aus. Da ist er, Karl der Große, Beschützer meiner Stadt. Du kommst mit. Karl der Große von Mama gebastelt. Nehmen. Säcke. Wir haben nur noch Nüsse und ein paar Rüben. Wildfleisch. Mein erstes Reh. Mama wird so stolz sein. Muss man da nicht mehr machen als nur ein bisschen. Gut, es wird wärmer. Jetzt noch etwas feuchtes Holz und dann sollte es richtig rauchen. Feuchtes Holz. Was war das? Was war das für ein Geräusch im Wald? Ein Steinhaufen. Mein Zielturm. Äste. Vom Schnee bedeckt. Gut zum Räuchern. Dann nehmen wir die doch mit. Feuchte Zweige. Perfekt, um Fleisch zu räuchern. Ja, schön. Mama wird stolz sein. Das Geräusch ist immer noch da. So, was haben wir gemacht? Das hier wird geräuchert, ja. Werkzeug und Waffen. Mama hat nichts mitgenommen. Sie ist nicht zum Jagd gegangen. Wohin dann? Ellens Bogen. Schauen wir uns später an. Folge den Lärm. Felsen. Man kann weder damit bauen noch damit schießen. Völlig unnütz. Gefrorene Pfütze. Das Eis ist gebrochen. Und noch nicht wieder zugefroren. Ich muss wachsam sein. Es wurde von etwas Scharfem getroffen. Das war kein Tier. Nein. Folge dem Lärm. Yeah.
Wer ist das? Eine Plage. Das ist er. Eine Plage? Das heißt jemand Schlechtes. Ich hab dir von Leuten wie ihm erzählt, weißt du noch? Ist er ein Mönch? Ist er ein Priester? Er ist ein... Was hat er in den Händen? Ist er ein Priester? Nicht ganz. Er ist ein Mönch. Nein. Wenn auch kein gewöhnlicher. Sieht aus, als stünde er im Dienste eines Edelmannes. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber er sieht doch ganz nett aus. Guck doch mal, wie er lächelt. Hör gut zu, Füchschen. Ich weiß, du willst so viel wissen über die Welt da draußen. Aber noch müssen wir versteckt bleiben. Und trau vor allem nie einem Mann Gottes. Und noch weniger seinem Mitgefühl. Du endest sonst entweder in einem Kloster oder am Galgen. Runter! Okay. Brrr. Nur die Ruhe. Es ist nur ein kleiner Mensch. Kein Grund zur Panik. Ich werde ihm folgen. Du gehst heim und wartest auf mich, Füchschen. Blutiges Tuch. Ein Stück Tuch. Voll Blut. Hat der Mönch es verloren? Nein, ich werde ihn nicht zurücklassen. Wir kämpfen jetzt Seite an Seite. Oh, okay. Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Bisschen lieber erfordert. Nicht. Ja, okay. Willst du es mitnehmen? Ein blutiges Laken. Ja, Tügel. Hier wurde etwas vergraben. Essen? Ein Schatz? Müssen nachgucken. Nee, du das nicht. Ich will nach Hause. Dann gehen wir auch nach Hause. Hast du recht, kleiner Jack. Mama? Zurück in den Wald. Keinen Schritt weiter. Wir haben in Salisbury einen Schweinedieb getötet. Wir können auch dich töten. Verdammter Outlaw! Wo ist das Baby? Hast du es aufgefressen? Knurr ihn an. Blick ihn böse an. Lauf weg. Ich hab das Baby nicht. Lauf weg. Hey, ich rede mit dir. Warum läufst du nicht weg? Was ist das? Gib das zurück! Was willst du denn damit? Du kannst doch gar nicht lesen. Gib es zurück! Lass den Jungen in Frieden, Alfred. Er hat das Baby. Ich habe gesehen, wie er Mamas Umhang geklaut hat. Wer soll es sonst gewesen sein? Es gibt ja sonst niemanden. Wölfe. Ich habe das hier gefunden. Das ist Mamas Umhang. Das Baby war da drin eingewickelt. Das beweist doch alles. Es war ein Mönch. Ein Mönch. Ja, auf einem Pferd. Ist das wahr? Mhm. Wohin ist er geritten? Er soll uns den Weg zeigen. Lass ihn in Ruhe. Ist doch nur ein Junge. Wie heißt du, Junge? Nee. Bitte. Ich habe jetzt genug gesagt. Ich weiß nicht, wieso ich das Kind hier zurückgelassen habe. Ich dachte, ohne seine Mutter könnte ich nicht für ihn sorgen. Aber ich kann ihn nicht einfach so seinem Schicksal überlassen. Ich muss wissen, ob er noch lebt. Wirst du uns helfen? Keiner. Er will nicht. Können wir jetzt weiter? Lass ihm etwas Zeit, meine Kleine. Wir brechen bald wieder auf. Du wirst uns helfen. Und versuch ja nicht wegzurennen, sonst kriegst du was mit dem Hammer.
Was hat er gesagt? Er sagt, er kommt mit uns. Danke. Du bist ein guter Junge. Was für ein Ich stehe in deiner Schuld. Ellen, für den Moment hatte ich keine Wahl. Ich musste mitgehen. Das Mädchen schluchzte, während ihr Vater mir angespannt, aber ruhig folgte. Regelmäßig bekam ich einen Stoß von dem Jungen, was mich sehr verwirrte. Noch nie zuvor hatte ich Hass erfahren. Wenn ich fliehen wollte, dann müsste es wie bei der Jagd geschehen. Ich musste hellwach bleiben, bis die Wachsamkeit der anderen nachließ. Folge der Spur des Mönches. Der Mönch hatte einen Bach überquert. Oder er war dessen Lauf nach Norden gefolgt, was ihn zum nächsten Dorf geführt hätte. Wie auch immer, die Spur endete am Bachufer, während rasch der Abend hereinbrach. Der große Mann sah mich an. Welche Richtung, Junge? Fragte er. Aber ich konnte nur raten. Dem Fluss folgen, überquere den Fluss. Ich folge dem Flusslauf. Der Bach führte uns zu einer flacheren Stelle. Hier konnte man ihn leicht durchqueren, ohne vom eisigen Wasser durchnässt zu werden. Plötzlich stieß der Junge einen freudigen Schrei aus. Er hatte am anderen Ufer etwas entdeckt. Eine Reihe frischer Hufspuren. Er lachte triumphierend, als unsere Blicke sich trafen. Ich kann ihn nicht leiden. Nichts sagen, lobe ihn. Ich kann ihn wirklich nicht leiden. Aber mir gefällt das besser, wenn man mit ihm befreundet ist, das Ende. Das gefällt mir dann besser. Ja. Ich nickte ihm anerkennend zu, doch erntete nichts als Spott. Auch nachdem wir die Furt bereits lange überquert hatten, höhnte er noch immer über meine Fähigkeiten als Spurenleser. Gehe weiter. Was ist? Warum bleiben wir stehen? Er hat uns in die Irre geführt. Stimmt das? Warum hörst du so auf deinen Sohn? Papa, ich bin müde. Na dann komm, ich nehme dich auf die Schultern. Nein, ich bin zu schwer und du bist auch müde. Ich muss standhaft bleiben. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Alfred, du bleibst hier mit den beiden. Ich gehe noch ein Stück weiter. Nein, geh nicht. Ich gehe nicht weit, Liebes. Aber du kannst mir helfen, während ich weg bin. Hab ein Auge auf die Jungs und sorg dafür, dass sie schlafen. Machst du das? Mach ich. Siehst du, du bist standhaft und tapfer. Ich bleib nicht lange weg. Du bleibst, wo ich dich sehen kann, während meine Schwester sich ausruht. Und keine Tricks. Und da hat mein Buch immer noch das Opfer. Verloren im Wald. Hol dir dein Buch zurück. Schnee. Es wird ganz nass. Oh nein.
Scheiße. Hey. Ach, ich bin so dämlich manchmal. Ha, ich wusste es. Von wegen Mönch, du verdammter Dieb. Das gehört mir. Wer's glaubt? Du bist ein Tier. Du weißt doch nicht mal, was das ist. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Was faselst du da? Das ist aus dem Buch. Woher weißt du das? Du bist ein Tier. Kannst du etwa nicht lesen? Hey, siehst du das? Da drüben im Nebel. Da ist was. Ja, genau, mal gucken, wie groß der Stürke, Mann. Was ist das? Mache ich ihm an? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und es sieht aus wie ein Hirschkopf. Was ist das? Ein Reh. Es ist durchs Eis gebrochen und dann erfroren. Kinder! Martha, wach, Kleines. Mhm. Wer ist das denn? Wir sind uns im Wald begegnet. Ich bin Jacks Mutter. Komm her, Jack. Habt ihr ihn gefunden? Ja, meine Kleine, das haben wir. Das Baby ist sicher. Der Mönch hat es zu einer Zelle im Wald gebracht, nicht weit von hier. Oh, aber keine Sorge, für heute seid ihr weit genug gelaufen. Ellen hat uns ein Lager für die Nacht angeboten. Das habe ich. Folgt mir. Oh. Hat das genauso verklatscht. Hätten wir nur gewusst, dass ihr so nahe wohnt. Meine Agnes hätte vielleicht gerettet werden können. Mach dir nichts vor. Wenn eine Frau innerlich blutet, dann hört es entweder auf, oder sie stirbt. Du kannst nur versuchen, sie zu wärmen. Und das hast du. Es tut mir leid. Aber die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Jack, gib den Kindern etwas Suppe, ja? Na. Ja. Also wie gesagt, es gibt einen Erfolg. Wirst du bald Arbeit finden? Arschisch zu dem ist. Schwer zu sagen. Es ist Winter. Gewöhnlich stellt man da keinen neuen Baumeister ein. Es ist zu kalt, um Nordlein einzumischen. Man kann auch Glück haben, aber dieses Jahr hatten wir nichts als Pech. Oh ja, Armata. Vor einiger Zeit hatte ich Arbeit in Exeter. Also ich kann jetzt mir die Stelle als Baumeister des Kastellans an. Ich sollte die Befestigungen der Stadt instand halten. Ich wäre für den Rest meines Lebens beschäftigt gewesen. Und wir hätten wie Bischöfe gelebt. Was ist passiert? Ich habe abgelehnt. Es war keine Kathedrale. Und ich wollte eine Kathedrale bauen. Ja. Ich war ein Narr. Als gäbe es nicht schon genug Kirchen. Ich habe mal an einer gearbeitet. Das war gute Arbeit. Danke, Jack. Macht am besten Martha, wenn ihr mehr wissen wollt. So ein liebes Mädchen. Sie kennt Mädchen mein Gerät so inzwischen auswendig. Weiß ich nicht. So, wie kann man bei dem einen so versagen und bei der anderen... Weißt du, so ein Mann wie du sollte nicht so hart zu sich sein. Nein. Ich habe mein eigenes Kind im Wald zurückgelassen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Manchmal sterben Frauen im Kindbett. Und manchmal lassen Männer ihre Neugeborenen im Stich. Es ist selten, dass sie sich ein Herz fassen und zurückkehren. Lebt ihr deshalb allein hier im Wald? Also beim ersten Mal habe ich ihr zuerst Nein, Suppe gegeben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Eine, die ich noch nicht einmal Jack erzählt habe. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir seither gezwungen sind, in dieser Höhle zu leben. Fern der Gesetze der Stadt. Nur wir und der Wald. Und wovon lebt ihr? Wir jagen, wir sammeln. Es reicht gerade für uns zwei. Für das Essen könnt ihr euch übrigens bei Jack bedanken. Mein kleines Füchschen hat heute sein erstes Reh erlegt. Ich bin beeindruckt. Ja. Esst, Kinder. Ihr werdet eure Kräfte brauchen. Genau wie du, Herr Baumeister. Komm, hau rein. Das werde ich. Danke. Sie schlafen jetzt. Also,
Worum geht's? Ich sagte dir, dass der Mönch das Kind zu einer nahegelegenen Zelle mitgenommen hat. Das stimmt auch. Aber es wäre ein großer Fehler, den Kleinen von dort zurückzuholen. Was? Wieso? Weil du es warst, der ihn ausgesetzt hat. Das gilt als Mord. Dann muss ich ihn stehlen. Ich bin sein Vater. Ich muss ihn zurückholen. Es ist meine Pflicht. Und was dann? Du hast keine Arbeit. Du verdienst kein Geld. Ein Baby braucht viel Fürsorge. Mehr als Martha und Alfred jetzt. Wie willst du es ernähren? Aber was soll ich dann tun? Leben wie ihr? Ich habe keine Ahnung vom Jagen. Ich bin Steinmetz. Ich bin eher in einer Burg zu Hause als hier. Überlass das Kind den Mönchen. Sie werden sich darum kümmern. Und du musst das Kind nicht herumtragen, wenn du Arbeit suchst. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, kommst du zurück und holst es. Ich weiß nicht. Seit Agnes tot ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Du bist ein guter Mensch, Tom Bilder. Du bist sanftmütig und stark. Du wirst das Richtige tun. Du musst es auch nicht alleine durchstehen. Jack und ich werden diesen Ort bald verlassen müssen. Es steht ein harter Winter bevor. Und wenn wir bleiben würden, könnte es uns vielleicht das Leben kosten. Wir könnten uns zusammenschließen. Natürlich können wir uns zusammenschließen. Ich weiß nicht. Ich habe mit meinen eigenen Kindern schon alle Hände voll zu tun. Ich könnte dir dabei helfen, dich um sie zu kümmern. Unter der Voraussetzung, dass du meinem Sohn beibringst, wie man in der Menschenwelt zurechtkommt. Wir mögen noch Fremde sein, aber gemeinsam haben wir eine bessere Chance zu überleben. Lass uns zusammengehen und uns gegenseitig stützen, wo immer wir können. Bla bla. Die Lebenden müssen für die Lebenden sorgen. Genau. Ja. Ich will nicht gehen. Ich will deine Burg sehen. Wir freuen uns natürlich, eine Burg zu sehen, weil Karl der Große, dem konnte ja keine Burg standhalten. Jene Nacht träumte ich von einer merkwürdigen Welt. Es gab kleine Burgen, tote Rehe und einen Riesen namens Tom. In dem Traum war ich glücklich. Ich hielt die Hand meiner Mutter und lauschte den mysteriösen Lehren des müdigen Riesen. Du hast ein Reh erlegt und erfolgreich geräuchert, und du bist Tom Billers Familie begegnet. Du warst freundlich und hast Alfred zuerst Suppe gegeben. Alfred scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Du freust dich darauf, den Wald endlich zu verlassen. Du hast Informationen über Jack und Allens Leben als Auslauf gefunden. Akzeptieren. So, und so schnell ist tatsächlich auch schon das zweite Kapitel zu Ende. Kapitel 3. Die Verschwörung. Na, ist da jemand verwirrt? Egal, denn es geht erst tatsächlich wieder weiter in der nächsten Folge, aber wahrscheinlich kommt morgen keine. Denn tatsächlich hoffe ich, dass ich heute Abend schon The Witcher für die Switch bekomme und dann werde ich da ausgiebig zocken. Vielleicht seid ihr auch dann dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da und ein Abo. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florinde. Bye!